Zigarren-Workshop zur zweiten. Mitarbeiter bekommen sogar Massagen. Ja, nachdem ich hier am Samstag verscheucht wurde, bin ich jetzt wieder hier. Bin ja nicht so leicht zu vertreiben und heute gibt es wirklich einen. Da bin ich ja mal gespannt, wie das jetzt wird. Mir wird schon mal ein Kaffee angeboten, gratis, aber das ist auch okay beim 20-Dollar-Workshop. Das ist also die Abbildung von einer Tabakpflanze, Originalgröße, also 2 Meter. Und tja, das hat auch alles natürlich spanische Namen. Die unteren Blätter, das sind so die schlechtesten. Dann kommen die oben drüber, die haben mehr Aroma, die in der Mitte. Und dann die oben, das sind die elastischsten. Daraus wird dann so die letzte Hülle gemacht, dass es richtig schön aussieht. Und die Blüten werden auch noch gesammelt, das habe ich nicht verstanden. Ich habe mir das mal alles hier auf Spanisch erzählen lassen, dass ich da mal aufs nächste Level komme. Aber auf jeden Fall nicht hier. Und das sind sie hier, der heiligen Hallen. Ich habe mir das schon gerade alles erklären lassen. Unterschiedliche Blätter der Pflanze. Und ja, jetzt sehe ich zweimal zu und dann mache ich dasselbe. Und der kommt jetzt hier rein. Jetzt werden sie noch mal gepresst. Fuerte. Listo. Listo. Ahora el puro va a pasar prensado por 30 minutos. Ajá. Aquí Derek le va a dar vuelta cada 15 minutos al puro para que él obtenga una forma cilíndrica y compactada. Luego de los 30 minutos, el puro es inspeccionado en la máquina de Draw Master Machine, que es el TIG. Y wird jetzt für 15 Minuten getrocknet, kommt dann zur Inspektion und dann ist sie fertig. Ja, die fertigen Zigarren werden dann bei ihm hier abgeliefert, bekommen einen Qualitätscheck und dann werden sie hier unterschiedlich nach Farben dann sortiert. Spannendes Modell. Mitarbeiter bekommen sogar Massagen. Das hat doch mal Stil. Angefangen vom Marmorgeländer. Über den Innenhof. Na, so will ich doch auch mal wohnen. Schön kühl. Das hatte ich gerade schätzen lassen, wie viele Zigarren hier in diesem Raum sind. Ich sag, das werden schon einige Tausende sein, ne? Ja, 300 bis 400.000. Und wenn die jetzt alle 5 Euro kosten, dann könnt ihr das mal hochrechnen. Es scheint übrigens auch parallel mit Wein zu geben, dass es alte Jahrgänge gibt. Hätte ich jetzt überhaupt nicht erwartet. Ich Amateurraucher, ich. Und nach dem Trocknen gibt es noch eine Qualitätskontrolle. Ja, an denen hatten sie jetzt überall was auszusetzen gehabt. Hier ist jetzt ein Riss drauf und da ist eine Linie und da ist ein kleines Loch und die ist halt wieder ausgefranst. Ich sag schon, gibt das mir. Das sind mich überhaupt nicht. Ich glaube, da habe ich jetzt nicht so die Verhandlungsstoffe. Ja, übrigens Handarbeit, ne? Alles hier manuell in die Kiste, manuell sortiert, manuell nach Farben sortiert. Schon beeindruckend. Und selbst aus den Aufklebern machen die noch eine Wissenschaft. Zweite Linie. Ja, während sie hier nun jetzt mit der Schere den Karton nachschneidet, dass es gut passt. Müssen Sie mich auch nicht wundern, dass die jedes Mal so teuer sind. 5, 6 Euro. Die Dinger, die ich wohl immer selber rauche, kommen da aus der Maschine. Kosten dann nur einen Bruchteil davon.
Entonces pones la goma. Den Kleber kennen wir ja schon. Übrigens werden die hier alle mit so einem Bananenlikör reingereinigt. Das fand ich auch gut. Da sagt sie ja, die gehen hier durch etliche Hände, die Dinger. Deswegen werden sie desinfiziert mit einem Bananenlikör. Dann schmecken sie auch noch besser. Kann ich nachvollziehen. Und wenn du denkst, noch schöner wird's nicht, kommst du hier rein. Vierte Etage. Perfekter Blick über die Stadt. Sehr schön. Ich habe das jetzt bedingt verstanden. Irgendwas hat hier nochmal eine Qualitätsprüfung. Wegen der Dicke. Eine pure Aufregung. Tja, und das Endstück ist das Schwierigste. Da braucht man die ganz elastischen Blumenblätter. Die werden dann in so einen Halbkreis geschnitten und dann wird gerollt. Dachte mal, wir machen das auf nackten Oberschenkeln. Und ich dachte, ich würde das hier auch machen mit nackten Oberschenkeln. Ich habe die Badehose angezogen. Ich hoffe, ich muss das nicht machen. Das sieht ja viel zu kompliziert aus. Ich habe jetzt nicht verstanden, was da gemessen wird. Auf jeden Fall muss es so zwischen 42 und 50 sein. Das ist Tabakstärke, oder so, wie ich verstanden habe. Ja, haben wir alles richtig gemacht. Wahrscheinlich haben sie meine ausgetauscht gegen eine, die sie selber gedreht haben, um mir jemand vorzulaufen. Ich kann mich nicht drücken, muss mein Endstück doch selber machen. Verstanden habe, muss die aber noch ein halbes Jahr trocknen. Ich will die doch rauchen. Was mache ich denn jetzt damit? Jetzt machen sie noch Show aus. Jetzt bekomme ich mein Echtheitszertifikat. Na komm, ist ja nett gemacht. 9 von 10. Firma. Du firma. Donde? Ahí. Arriba, abajo, allí. Nee, 4 Tage soll ich warten und deswegen rauche ich zur Feier des Tages dann eine von denen hier. Eine gute, hausgemachte und dazu gibt es einen Rum für mich. Tatsächlich die großartigste Zigarre meines Lebens. Was kann man ansonsten in Granada erleben, das erfährst du hier. Ist Granada die schönere Stadt oder ist es León? Ein erbitterter Wettstreit in Nicaragua. Über León erfährst du mehr hier.